Heute haben wir ein überaus interessantes Thema. Das Thema heißt a cuckold. Vielleicht erstmal, was das Wort bedeutet. Also cuckold kommt von Kuckuck. Es ist auch verwandt mit dem Begriff des Kuckuckskindes. Denn ein cuckold wird in der SM-Szene jemand bezeichnet, der sexuelle Lust daraus findet. Ja, genau, wenn seine Frau von anderen Männern geknödelt wird. Ja, das ist ziemlich krass. Ich finde das also absolut krass. Hier steht auch in der BDSM-Szene, heißt das, also BD ist doch französisch für Comicband, Bande dessinée, über Sadisme et Masochisme. Na, lass uns mal lieber hier nicht über solche Kinkerlitzchen reden, sondern über den krassen Sachverhalt, dass hier also manche Männer ihre Frauen, man muss hier auch noch unterscheiden, es gibt also die eine Richtung, die empfindet Lust, wenn die Frau ihn hintergeht, ja, und die andere Richtung empfindet, das ist dann mehr so dieses Swinging, oder auch geht dann bis hin zum flotten Dreier, wenn der Mann seine Frau aktiv anderen Männern anbietet. Und das ist ein Riesenunterschied. Wo ist denn da jetzt der große Unterschied? Na, der große Unterschied ist, dass in der einen Rolle, wenn der Mann nur hintergangen werden will, dann handelt er eher, absolut passiv und ist quasi der rein Gedemütigte, der hier rein rezessiv handelt. Ich verstehe. Und wenn er seine Frau anbietet, ist er dominant, weil er dann ja auch... Ja, aber Masochist ist er trotzdem, oder? Masochist ist er trotzdem. Weil er sich ja demütigt. Er könnte aber auch dadurch seine Frau demütigen, und wenn die das gar nicht will, dass sie hier weggegeben wird. Und dann ist der Mann also auch ein Sadist.